Vom Ei zum Frosch. Im Frühjahr legt das Froschweibchen Eier in einem Gewässer ab. Schon bald schlüpfen die kleinen Larven aus den Eiern. Aus den Larven werden kleine Kaulquappen. Zuerst wachsen die Hinterbeine und danach die Vorderbeine. Langsam bildet sich der Schwanz zurück. Nach 2 bis 3 Monaten ist der Frosch erwachsen. Der Frosch ernährt sich von Fliegen, Insekten, Würmern und Schnecken.